Ja, Marin kümmert sich ganz schön hier um die Imperialen auf Jeddah in Star Wars Jedi Survivor, wo wir unterwegs sind. Unsere Schwester in der Nacht, die hier anscheinend irgendwelche Viecher schon auf die Gegner hetzt, die ja eigentlich auch unsere Gegner sind und wir uns einfach mal schön dran vorbeischleichen können. Das ist doch mal eine schöne Sache. Ich frage, jetzt kommt der Skorpion jetzt hier hoch? So, was haben wir jetzt hier? Nochmal eine Abkürzung? Ach so, von hier unten. Wir rennen doch gefühlt nur im Kreis, ne? Wir kommen immer wieder an die Stelle, wo wir angefangen haben, um dann dort wieder eine Ebene höher zu sein. Und dann dort wieder weiterzulaufen. Jetzt sind wir wieder genau da, wo wir vorher waren. Erinnert ihr euch noch? Noch hier waren wir schon mal, aber das bringt mir jetzt irgendwie auch nicht so viel. Ach, da muss ich hin. Hier oben. Und wir haben Speicherpunkt. Nett. Und da hinten sehe ich schon wieder eine Abkürzung. Also Grab von Urma. Also nicht von Uroma, sondern von Urma. Ich glaube, ich muss vor allem auch echt bald mal wieder einen Cut machen und einfach mal ein paar Folgen fertig machen. Also ich glaube, ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen Speicherpunkt. Brauchen hier sowieso ewig, bis die kommen. Und dann machen wir mal wieder ein bisschen sortieren. Weil ich muss langsam meine Folgen mal ein bisschen hochladen, weil sonst komme ich bald echt nicht mehr hinterher mit den Sagt das irgendwas Folgen. über den Pfad aus? So, da geht's Ruhe, weiter. Reflexion, Führung. Schreite voran, Reisender. Ermutigend. Lass mich raten, hier komme ich nicht durch. Ja, wer hätte gedacht. Geht einfach nicht auf. Warte mal, hier gehen wir nochmal rein. Hier ist nämlich auch noch irgendwas. Eine große Kiste. Was ist das denn? Ein Jedi-Outfit. Hallo. Warte mal, Outfit. Hell. Oh, das ist eine Farbe. Hell. Wie kann ich die wo. Was für ein Ding ist denn das für eine. Hemd, Hose, was ist denn das überhaupt für eine Art Hose? Ah, nee, das ist, glaube ich, die komplette Rüstung, ne? Ach komm, die nehme ich einfach mal. Hier, das Blödsinn, das brauche ich auch nicht. Kann ich auch Jedi, tatsächlich. Was macht der denn da jetzt die ganze Zeit? Ich verstehe es nicht ganz. Mit Ender kann ich ausrüsten, aber er will nicht ausrüsten. Will er nicht, aus irgendeinem Grund. Was ist denn das für ein Kack hier? Das hat jetzt geklappt. Wieso kann ich aber hier nicht auf Jedi gehen? Das ist irgendwie ein bisschen verbuggt hier, habe ich das Gefühl. Irgendwie klappt das hier nicht so wirklich. Das hat jetzt geklappt. Ich verstehe es nicht so ganz. Irgendwie ist das ein bisschen verbuggt, habe ich das Gefühl hier. Eine Jedi-Ausrüstung hätte ich schon gerne. Wir sind ja ein Jedi. Oder sollen zumindest einer sein. Oh, nicht schon wieder so ein komischer imperialer Droide hier. Das war kein. Keiner von diesen normalen. Stärkerer. Zumindest macht der aggressive Kampfstil schon viel Schaden. Hier kommen wir nicht hoch. Dass man nicht einfach an jeder Wand so einen Wandsprung machen kann. Hier ist so irgendwas. Allein schon, weil das hier so gebaut ist. Oder muss ich hier sogar weiter? Bei dem Spiel würde ich sogar glauben, dass ich hier weiter muss.
so wie das hier gebaut ist, weil da komme ich sowieso nicht hoch. Tatsächlich, ich muss hier auch weiter. Wir sollten vorsichtig sein. Wir wollen schließlich nicht vom Kurs abkommen. Darauf? Nee. Wie komme ich denn da weiter hoch? Ich muss da, glaube ich, an die Stange ran. Aber wie komme ich denn an die Stange da ran? Oder muss ich da einfach nur mich darauf zulaufen? Nö. Das geht so nicht. Ach, da vielleicht. Nee, das geht auch nicht. Wieso stirbt man bei der Höhe? Ja, am liebsten würde ich eigentlich hier hoch. Hier oben drauf, aber... Ich verstehe noch nicht so ganz, was das Spiel von mir möchte. Das geht so nicht. Was möchte das Spiel von mir? Warte mal, ich gehe nochmal nach unten. Hier kommen wir ja nicht hoch, das sieht man ja. Jetzt muss wahrscheinlich an die Stange ran, aber da komme ich doch so gar nicht hin. Kurz mal die Karte anschauen, vielleicht zeigt die mir das irgendwie an. Ne, ist auch nicht wirklich verzeichnet. Da? Oder wo soll ich mich... Ah, vielleicht soll ich mich einfach darauf fallen lassen. Ich glaube, das wollen die von mir sehen. Ich sag das doch gleich. So. Ich glaube, ich soll einfach auf das Ding darauf. Ich glaube, ich soll jetzt hier einfach runter. Und jetzt? So, warte mal. Ich kann da dran laufen. Das muss auch erstmal sehen, ne? Oh, es ist ein Wind hier. Die Kiste hier möchte ich gerne noch haben. Knauf, Gerechtigkeit. Okay, springen soll man hier natürlich nicht. Okay. Geht sie sonst auch irgendwo hin? Nee. Wo kommt eigentlich dieser Wind? Weil ein Wind kommt ja nicht einfach mal irgendwo so her. War der mal da ist und mal nicht da. Soll ich da runter? Wir scheinen näher zu kommen. Ja, aber trotzdem weiß ich immer noch nicht, wie ich jetzt hier weiterkommen soll. Wenn ich jetzt da runterfall, war es das, ne? Oder muss ich jetzt hier einfach... Ich probiere es einfach aus. Ah, okay, ich verstehe es. Nun versuchen wir einfach mal ausprobieren. Ui! Oh, verdammt, ich habe ich gar nicht gesehen. Oh. Ich weiß nicht, irgendwann muss ich den Kampfstil nochmal ändern. Das irgendwie nervt er mich. Der ist zwar schick. Marin hält uns den Rücken frei. Gegen so eine starken Druiden, aber so ist er einfach nervig. Komme ich da auch noch irgendwo hin? Nee, das ist bloß ein Dings. Hier ist auch nichts. Nee, wir müssen da weiter. Woanders geht's auch nicht lang. Wo ist unsere Fähre? Wir müssen verschwinden, bevor die Aufklärung den Tempel erreicht. Komm ich da hoch? Nee. Ich möchte in der ersten Reihe sitzen, wenn sie das große Geschütz ausprobieren.
So, hier den Weg freischalten. Ja, das ist schön, dass du mich siehst. Du bist auch ein Glänzer, weißt du es? Fähigkeitspunkt. Das verschafft uns etwas Schwung. Ne, warte mal, ich kann den hier rausziehen. Ah, okay, ich verstehe es. Wenn ich jetzt die Kiste da reinmache, habe ich hier Wind. Mit dem Wind komme ich hier rüber. Perfekt. Was hängt denn hier für ein Gebummel rum? Also ich weiß nicht, sonst Zeug hier. Wer sowas kennt. Wenn jetzt sowas irgendwo hängen tut, wo viel Wind ist, die Dinger, die hauen, die nerven irgendwann einen so extrem, das ist Wahnsinn. Das ist, ja, wie ein kleiner Quälgeist teilweise schon. Warte mal, hier kann ich einmal weiter. Okay, jetzt habe ich hier Wind, aber auch Hangelplätze. Aber da komme ich ja so wie, da komme ich ran. Das bringt mir aber nicht wirklich was, weil dann hänge ich jetzt hier mit einem Wind. Ich gehe erstmal kurz da unten. Boah, hau doch ab, ey. Also gegen so viele Gegner ist dieser Kampf hier sowas von ätzend. Gegen Einzelne wirklich geil, aber gegen Einzelne, die nicht so viele Angriffe haben. Was haben wir denn jetzt hier? Habe ich jetzt hier so ein Museum entdeckt? Stürmischer Tafelberg. Der lebt ja immer noch. So, was haben wir denn jetzt hier entdeckt? Grab von Urma. Also hier gibt es jede Menge Zeugs. Auch jede Menge Gegner. Boah, dieser Kampf ist jetzt scheiße für diese Gegner hier. Hier gibt es vielleicht noch nichts, was ich mitnehmen kann, oder? Ja, mal was zum Scannen, ja. Wie lange das wohl schon hier war? Ein Droide mit seinem Meister. Ja, so wie wir. Ist das ein Holocron da oben? Nee, wollte gerade sagen. Kommt hier ein Holocron hin. Ich muss einen anderen Weg finden. War ja klar, dass der Rufknopf nicht funktioniert. Warum sollte der denn auch funktionieren? Suche nicht den Pfad. Kehre in die Stille zurück, Reisender. Und der Weg offenbart sich. Das sagt sich so leicht, wenn man schon in Frieden ruht. So, was machst du denn? Was war das denn jetzt gerade für ein Sprung? Ich weiß, dass ich daran muss, aber... Was war das denn jetzt gerade für ein Sprung? Der hat sich viel zu früh losgelassen. So, da können wir doch mal weiter hoch. Da gibt es aber verdammt wenig Speicherpunkte. Also... Ich musste echt überlegen, ob du noch weiter spielst nach dem nächsten Speicherpunkt. Also, beim nächsten Punkt höre ich aber erstmal auf mit der Session, weil... Da muss ich erstmal wieder ein bisschen vorrücken mit den alten Folgen, weil sonst komme ich irgendwann nicht mehr hinterher. Du schaffst das. Was schaffe ich? Ich bin Kerl. Das ist PD1. Ich bin Pili. Ich hatte heute gar nicht mit Pilgern gerechnet. Was machst du hier draußen? Ich gebe mein Bestes, aber hier wächst nur sehr wenig, wie du siehst. Du solltest das Kobo-System sehen. Dort wächst alles. Klingt wunderbar. Vielleicht mache ich das. Sag dem Barkeeper in Pailun Saloon einfach, dass ich dich geschickt habe. Er wird sich um dich kümmern. Das ist ein seltsamer Ort für einen Garten. Ich fühlte mich irgendwie ziellos. Also bin ich, wie die Pilger, auf der Suche nach einem neuen Lebenssinn hierher gekommen. Als ich auf diese hilflosen Samen stieß,
musste ich mich um sie kümmern. Ich bin erstaunt, dass hier überhaupt etwas wächst. Das Leben ist eben stur, vermute ich. Ich weiß, die Mühe war umsonst. Aber es ist meine Pflicht als Botaniker. Ich habe mal wieder vergessen, den Ton anzumachen. Das verstehe ich, aber das hier ist eine Wüste. Keine sonderlich guten Bedingungen für blühendes Leben. Das weiß ich. Vielleicht wollte ich es nicht zugeben. Deine Bemühungen waren nicht umsonst. Aber manchmal muss man wissen, wann man gehen sollte. Es ist keine Niederlage, nur eine Neuorientierung. Darüber werde ich nachdenken, Cal. Pass auf dich auf, Pili. Die Imperialen sind überall. Ich glaube, ich nehme deinen Rat an und begebe mich ins Kobo-System. Hoffentlich sehen wir uns dort eines Tages. Ich hoffe es auch. Ja, ich habe gerade mal wieder vergessen, meinen Ton anzumachen. Also, wir haben sie jetzt hier als Gärtnerin für unseren Dachgarten rekrutiert. Und jetzt können wir, dadurch, dass wir sie haben, können wir jetzt mehr Flächen benutzen für Pflanzen. Ich muss gerade mal sagen, den Ort hier zum Pflanzen, naja, mit einem Schatten. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich gut funktioniert. Jetzt haben wir hier nochmal eine Abkürzung oder beziehungsweise einen Weg. Das hier führt zur Brücke. Eine Botanikerin in der Wüste. Sie muss sich ernsthaft verirrt oder verzweifelt nach ihrer Berufung gesucht haben. Was haben wir denn hier? Was ist das? Achtung! Ich werde dich aufhalten. Ist hier Bonus oder muss ich hier hin? Ah, nee, hab ich den. Hier ist dieser Fahrstuhl von dort. Können wir den jetzt irgendwie freischalten? Ich kann ihn auf jeden Fall nach unten schicken, aber bringt mir das was? Warte mal, ich gucke erstmal nochmal kurz hier. Ich glaube, da kommen wir gar nicht weiter, ne? Ich glaube, ich muss hier hoch. Sieh mal da. Yep. Die Brücke zur Pilgerzuflucht. Okay. Muss ich jetzt hier rüberspringen mit dem Wind? Ne, warte, hier haben wir erstmal noch was. Die nehmen wir mit. Wo ich mal geguckt habe. Hui. Ich könnte eine Pause gebrauchen. Ausgedehnte Brücke. Ja, ich könnte auch eine gebrauchen. So, jetzt haben wir hier einen Speicherpunkt. Und an der Stelle, wie gesagt, machen wir einen Cut. Ausgedehnte Brücke haben wir entdeckt. Wir machen allerdings nochmal ganz kurz hier die Fähigkeiten auf. Und gucken nochmal ganz kurz, ob wir hier noch irgendwas haben, was wir uns noch holen können. Das brauche ich nicht. Haben wir jetzt eigentlich auch Fähigkeiten für die anderen? Ach, guck mal, die Blaster haben wir auch noch. Und die Parierstange. Ach du Scheiße, das wird auf jeden Fall noch was. Guck ich mal kurz mal über Widerstand. Bei Macht gucke ich vielleicht auch nochmal. Telekinese. Verwirrung. Längere Verwirrung ist auch nicht schlecht, ne? Verlängert die Dauer von Verlangen sonst das gleiche oder nicht? Ich gehe erstmal kurz mal dahin. Weil. Ich muss kurz mal gucken, was jetzt hier ist. Der erste Angriff gegen Feinde unter dem Einfluss von Verlangsamen hebt den Verlangsam-Effekt nicht auf. Das ist auch nicht schlecht, aber da brauchen wir 3 Punkte für. Und dann gehen wir dahin, würde ich sagen, so 3, 4. Gehen wir mal da weiter. Ihr wisst ja, ich gehe so gerne auf die passiven Fähigkeiten. Gut, dann würde ich sagen, ist das Ganze vorbei, erstmal die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis bald und ciao. Die Folge Star Wars Jedi Survivor ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zur Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Dafür kannst du jetzt in die Mitte klicken. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine wunderbare Zeit und möge die Macht weiter mit dir sein. Ciao.